Jo, so wieder bei Pokémon Smaragd Fairlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir den Radweg und die Route nach Wiesenflur gemacht. Heute den Weg hier nach rechts. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Die eine ist auf jeden Fall eine Aroma-Lady. Das heißt, dann nehmen wir einfach mal Glutexo schon mal mit. An der andere. Wie sieht es bei dir aus mit der Erfahrung? Kriegen wir bald? Oh. Ja, ich glaube, da kriegen wir bald einen Schwall. Bei Moment, da mache ich das anders. Weil ich weiß, der hat eine Roselia. Und Roselia sollte von Wright ziemlich leicht kaputt zu hauen sein. Probieren wir es so aus. Vielleicht kriegen wir sowohl einen Schwallboss als auch einen Morlord nach diesem Kampf. Wenn wir Pech haben, kratzt uns Felino ab, weil das Roselia ihn wahrscheinlich one-hitten kann. Ui, wir haben sogar ein volles Team. Aber, okay, ist nur Level 14. Das sollte dann Wright problemlos töten. So, du haust das um und du haust mit Lebensschuss das Zickzacks. So. Roselia weg. Ja doch, ich bin zuversichtlich, dass sich beide nach dem Kampf entwickeln. Noch ein Oh, vor allem, wenn sie noch mit noch mehr Roselias ankommt. Kopfnuss. Okay, ist nur auf Right. Das ist okay. Das heißt, ich kann jetzt für den nächsten Angriff schon mal Zickzacks ein bisschen langsamer machen. Das heißt, wenn es gut läuft, ist Pasteur jetzt auch schneller als das Zickzacks. Wäre gar nicht mal so abwegig. Ich bin ein paar Level höher. Level 22 für Wright. 24 ist Level Cap, ne? Und Knilz zum Schluss, okay. Ja, perfekt, bin sogar wirklich schneller. So, dann noch ein paar Erfahrungspunkte. Stolunior. Oh, das ist perfekt, dass ich gerade Pasteur dann vorne habe. So, da kannst du dich um das Knilz kümmern und du um das Stolunior. Sehr schön. Wright hat schon mal alles erledigt auf der einen Seite. Na, fehlt aber noch ein bisschen, ne, an Erfahrungspunkten. Okay, Stolunior ist auch weg. Na, komm. Ein kleines bisschen. Frisselblitz. Hauen wir mal so drauf. Das hat trotzdem immer noch guten Schaden gemacht. Gut, du machst nur Silberblick. So, Frisselblitz, enttäusch mich jetzt nicht. Gib Pasteur die letzten Erfahrungspunkte, die er jetzt noch braucht. Sei so nett. Hm? 156? Ah, oh, yes! Okay. Ist es Zeit? Doppelentwicklung. Schwalbini oder Wright entwickelt sich. So. Während die sich entwickeln, kann ich mir schnell nochmal notieren. Und wundert euch nicht, die werden einfach sich gleich zusammen auf dem Rahmen verändern. Das heißt, der Rahmen ändert sich gleich, wenn beide entwickelt sind. Oh, Schwallboss. Wunderschönes Pokémon. Und Pasteur entwickelt sich. Sehr, sehr schön. So. Haben wir sogar, glaube ich, jetzt mal auch mal Entwicklungen im Part. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Haben wir das überhaupt schon mal gehabt? Bin mir nicht sicher. Aber ja, damit haben wir jetzt nun auch ein Morlord. Pasteur wurde zu Morlord. Sehr schön. Hast du meinen Pokénuff geschnüffelt? So, der stinkt er nun auch nicht, ja? So, wie sieht Wright denn jetzt so aus? Eieiei, schnell. Und defensiv. Ist wunderschön. Ja, doch. Wir haben auf jeden Fall jetzt dann nochmal zwei sehr starke Pokémon. So, jetzt muss ich mal schauen. Was sind denn noch für Trainer hier? Der Rocker, der hat doch sicher Elektro. Das heißt doch, dass wir noch Pasteur noch mal ein bisschen erledigen. Jetzt, wo ich hier gerade bin. Stimmt, Profi-Angel bekomme ich hier, nachdem wir Surfer können. Ja, doch, da war was. Oh yeah. Er grinst auch noch so schön von der Seite, das Morlord. Super gut. Wenn es so weitergeht, dann werden wir vielleicht sogar Hydropie gar nicht mal für die Arena brauchen. Also ich werde es wahrscheinlich jetzt heraufbeschwören, weil gleich passiert es. Aber
Pasteur ist immer noch ohne Hex. Ohne Strikes und allem. Okay, er hat auch noch nichts gemacht. Das, obwohl er schon jetzt, weiß ich, 4 Level aufgestiegen ist. Also hat schon einige Kämpfe gemacht und immer noch hexfrei. So, bei dir kann ich Bell nochmal einsetzen. Ah, David müsste sich endlich mal entwickeln. Was mir gerade einfällt, Bell, ich habe doch noch Wundersaat. Habe ich die noch dabei? Oder na, okay, ich habe sie noch dabei. Ich wollte sie nicht einsetzen. So, damit auch der Megasauger ein kleines bisschen stärker wird. Das sind immerhin dann 10%, glaube ich, waren es hier noch. 20 war es erst später, also 44 Angriff. Und wenn es auch alles sehr effektiv ist, haben wir 88. Wenn er wiederum Tentache hat, dann sind es doch nur wieder 44. Bleibe ich drin? Ich versuch's mal. Mal gucken, wie viel Schaden so ein Megasauger macht. Ja. Könnte man mit Wachstum ein bisschen boosten? Ich werde wahrscheinlich trotzdem noch 3 oder 4 brauchen. Das heißt, ich mache noch einen zweiten Wachstum. Go, Bell. Schade. Alter, 10 KP machst du dir selbst Schaden. Okay, wir gehen doch raus. Heine, mach du das mal. Habe ich nicht erst vor ein paar Parts gesagt, dass um Klangmauerung die Innits senkt, ist so selten. Das habe ich in meiner ganzen Pokémon-Karriere hier 3, 4 Mal gehabt. Und dann passiert es mir jetzt gleich schon wieder. Also dieses Projekt, schon 2 Mal. Mal gucken, wie oft das noch so kommt. Hier gab es eine Herzschuppe. Sehr schön. Ich wusste, dass da irgendein Item, ich wusste nicht mehr welches. Na gut, dann haben wir die Route rechts auch. Bin mir noch nicht unsicher, ob ich da nur Pokémon fangen möchte oder nicht. Prinzipiell ja, aber ich sag mal, es ist dann nur ein quasi Carpador-Encounter. Man könnte sich später da schon was viel Stärkeres auch holen. Genauso auch auf der Route kann man sich auch theoretisch später noch was viel Stärkeres holen. So, lassen wir mal Fahrenheit und Bell vorne. Na komm, probieren wir es mal. Hier sind ja jetzt noch 2 Doppelkämpfe und die Siggers sind da oben noch. Ich überlege, ob ich die Siggers jetzt mache oder nach der Arena. Schauen wir einfach mal. So, Sandan und Roselia. Ah, da haben wir doch die perfekten Pokémon dafür sogar vorne. Sache ist, reicht eine Glut? Dann wiederum, was wollen die mir machen, wenn es nicht reicht? Nee, reicht nicht. Aber das ist leider Hex. Was kam? Kratzer, okay. Welcher Folge bin ich denn gerade eigentlich? 13, ne? Okay, nichts passiert. Glutexo. Strike 1. Bei, ich glaube, 38 war das ungefähr. Ja. Passiert. Was will man machen? Verbrennung halt. 10%? Oder 30? Ne, 10 müsste es, glaube ich, sein sogar nur. Alter. Das tut sogar ziemlich weh. Ich habe vorher gar nicht drauf geachtet, weil ich noch am Schreiben war, aber ich habe nur halt geguckt, ob da nicht plötzlich ein Crit kam von Bell, aber ich meine, da war keiner. Na gut. Fahrenheit ist ja eh noch ganz am Anfang. Weiß nicht, Fahrenheit guckt auch irgendwie so. Wenn ich das mir so anschaue, ne? Das ist aus, als wäre der Schweif seine Hand. Und Fahrenheit guckt einfach so auf seine Hand, die gerade am Brennen ist und denkt sich, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? So total niedergeschlagen, nachdenklich. Was ist nur aus meinem Leben geworden? So, der könnte potenziell auch wieder Elektro-Pokémon haben. Dann schauen wir nochmal. Die eine Rangerin da kann gerne auch wieder einen Boden-Pokémon haben, so einen Sandan oder so. Nehme ich gerne. Ist überhaupt eine Rangerin? Eine Pfadfinderin. Ach, der andere war ein Hitzkopf.
leider genau die falschen Pokémon vorne. Ich tausche mal zum einen Darwin rein. Und zum anderen Heine. Weil ich sag mal, Kamaup ist eigentlich insta-tot. Aber wenn Knilzer mit einem Megasauger ankommt. Stattdessen macht er machen beide Tackle einfach, ne? Die hätten mir so wehtun können. Aber nein. Jetzt machen einfach beide Tackle. Na gut. Ja gut, die bringt das sowieso nichts, aber Kamaup macht es ein bisschen Schaden. Wow. Ein bisschen Schaden war gut. Nochmal ein Slam, vielleicht macht das ein bisschen mehr. Na gut. Ja, viele Erfahrungspunkte bekommen wir da jetzt leider auch nicht mehr draus. Däh, Darwin brennt. Dann darf Darwin wieder raus und Fahrenheit kommt wieder rein. Und Heine beendet das hier. Wenn wir nicht unnötig noch mehr hier verteilen an Erfahrungspunkten. Ich glaube, ich werde auch auf der Route auch erstmal noch nichts fangen. Oh, Bell Level 20. Sehr schön. Ich glaube, dass du ein mäßiges Wesen hast, jetzt auch ruhig noch ein Plus 1 auf Spezialangriff bekommen können. Ja, wir werden hier erstmal noch nichts fangen. Eventuell kann man weiter oben... Kann man hier weiter oben auf der Route noch was fangen? Bin mir gerade nicht sicher. Die Wüste wäre hier, aber... Zählt die Wüste auch als 111? Da muss ich kurz mal schauen. Ja, die Wüste zählt auch als 111. Das heißt, vielleicht fangen wir in der Wüste einfach später was. So, dann bleiben jetzt nur noch Siggers. Mit wem mache ich die Siggers jetzt am besten? Jemand, der noch nicht so vorbelastet ist, aber gut reinhauen kann, würde ich sagen. Das wäre natürlich im besten Falle Schwalboss. Schwalboss ist... Hat er noch einmal? Schwalboss hat ja noch gar nicht noch ein zweites Mal oder überhaupt noch mal einen Strike gemacht. Das heißt, Schwalboss könnt ihr einfach mal komplett aufräumen jetzt. Und landet wahrscheinlich irgendwo auf Level 24 dann am Ende. Oder ich kann zumindest als Vorhut mal dahin schicken. Wie sieht's aus bei Darwin? Level Ups? Das dauert noch. Oder halt Pasteur könnte sich da einmal ein bisschen durchprügeln. Das ein oder andere Level könnte Pasteur sicher noch für die Arena gebrauchen. Noch geht's ihm ja gut. Ja, komm. Wir probieren es mit Pasteur. Dann haben wir... So, ah, ich hab's mit Eisen da. Was hältst du da vorne und trittst... Du trittst mit deinen Pokémon gegen alle vier Familienmitglieder hintereinander an. Joa, das ist denn nicht Kampfgeist. Ich mag dich. Ich dich nicht. Ich hoffe, damit sind wir uns einig. So, du fängst mit Schwalbini an. Da kann ich zwar keinen Lebensschuss drauf machen, aber ich denke mal, die Aquaknarre sollte auch guten Schaden machen. Ah, ich habe doch noch einen Slam, oder? Ja, wobei doch. Die Aquaknarre macht wirklich guten Schaden. Es könnte... Für den Rest reichen, die Aquaknarre. Perfekt. So, was hast du jetzt noch? Zickzacks. Hab jetzt zwar einen gesenkten Angriff, aber ich glaube immer noch, dass der Lebensschuss stärker sein sollte als die Aquaknarre, einfach da der Angriff höher ist. Jo. Sehr schön. Hätte ich den Heuler nicht drin gehabt, hätte ich sogar one-hitten können, das Zickzacks. Wenn alle eine Sinel wäre. Warum auch nicht? Ist ja schlau, seinen Pokémon Sinelbären zu geben. So. Kampf Nummer 1. Geschafft. Also ich glaube, die allerletzte hat... Meditier? Den Rest weiß ich nicht mehr. Weiß ich zwischendurch vielleicht sogar noch in Neko? Maybe? Da bin ich sicher. Roselia. Ja, da werden wir auf jeden Fall mal auswechseln. Das macht dann Fahrenheit am besten. Sollten zweimal Glut auch reichen für.
Ja, der Megasauger hätte, glaube ich, ziemlich wehgetan. Ich würde sogar sagen, es hätte nicht zu einem One-Hit gereicht, aber... Ach, weil... Celia hat schon einen guten Spezialangriff. Ist ja hier immerhin noch ein Basis-Pokémon. Vielleicht hätte es doch für einen One-Hit gereicht. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich wäre auch nicht drin geblieben. So, Sinelbeere hat wieder aufgefüllt. Machen wir noch eine Glut drauf. Und Roselia ist auch Geschichte. So, passt ja sogar Level 21 schon. Oh doch, die Defensivwerte. Gut, Morlott kennt man ja. Ist halt sehr defensiv. Sehr gut defensiv vor allem. Und wenn man jetzt nicht gerade eine sehr effektive Pflanzenattacke hat, kriegt man Morlott auch nur sehr schwer kaputt. So, du bist stärker als Mami. Ich bin auch stark. Der Einzige, der wirklich stark ist in der Familie, ist der große Bruder, der irgendwo in der Siegesstraße hockt. Und da versauert. Hi! Ah, Vivian hatte ich auch in Merrill. Aber Darwin mag uns einfach noch nicht genug. Keine Liebe von Darwin. So. Oh, du hast sogar mal keine Beere, merke ich gerade. Ich würde es interessant finden, jetzt wo ich drüber nachdenke, wenn es eine Fähigkeit gäbe, womit man auf jeden Fall nicht kritten kann. Das wäre mal was Interessantes. Oder ein Item, was die Crit-Chance auf 0 sinken lässt, aber dafür Attacken verstärkt. Weiß nicht, so eine Art quasi Leben-Orb, der aber Crits unterbindet. Eigentlich auch ein ziemlich cooles Item. Kompetitiv gesehen ist es auch gar nicht mal so doof, weil da muss man sich nicht auf Glück verlassen. Und noch ein Kammerhaub. Geben wir Darwin nochmal eine Chance. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ah, doch, so. Keine Crits, aber dafür halt... Was war denn angebracht? Weil Expertengurt macht ja schon 20. Alle anderen machen auch 20, diese typverstärkenden Items. Ich würde sagen, 30? Wie so ein Leben-Orb. Leben-Orb, aber dafür noch keine Crits. Oder Leben-Orb, keine Crits, keine Sekundäreffekte. Quasi wie rohe Gewalt als Item. Und verstärkt dann halt alle Attacken um 30%. Und Darwin, damit hast du dir einen weiteren eingehandelt. Muss ich nochmal gucken. Hat er eigentlich... Du hast noch keinen gehabt, seitdem du wieder drin bist, ne? So nachdenken. Nee, seit der Zugel wieder drin ist, hat es noch. Ist dein erster erstmal wieder. Okay, Azuril ist jetzt Strike 4 im Endeffekt. Bei 18,40 ungefähr. Hätte nicht sein müssen. Aber was soll man machen? Na gut. Dann bleibt jetzt nur noch die Oma. Dann hauen wir die auch eben noch schnell weg. Das ist gemein, Oma! Du kannst meinen Enkel zum Weinen bringen. Schäm dich, ich werde dich in Grund und Boden stampfen, sagt die Oma. Legt euch nicht mit Omas an. Am Ende bewerfen sie euch mit Essen, dass ihr essen müsst. So. Ach ja, Meditie, Scanner. Ich habe Scanner im Set. Ich muss Scanner benutzen. Okay, der Turm hätte wehgetan. Wie war das? Das zieht hier ein Viertel von dem potenziellen Schaden ab, der auch wirklich gemacht worden wäre. Ich habe keine Ahnung, wie genau hier das nochmal funktioniert. Aber schön, dass es daneben ging. Mag ich. Finde ich gut. So, damit hätten wir auch die Siegers besiegt. Ich glaube, Pasteur war vorhin echt eine gute Wahl. So, holen wir uns eben noch schnell unser Macho-Band. Ich glaube, das hat die Mutter gegeben. Ja. Ich habe früher nie verstanden, wie das Macho-Band funktioniert. Ich dachte mir einfach, okay, ich rüste es einfach einem Pokémon aus und trainiere und dann wird es einfach irgendwie stärker. Ist prinzipiell gar nicht mal so falsch.
Aber es ist ein Pokémon auf Level 90 oder so zu geben, mit dem man schon ganz viel gekämpft hat, ist dann wiederum sehr nutzlos. Ich dachte mir, wenn ich einfach das Ding ausgerüstet habe, dann wird es einfach stärker, aber... Ich muss schon ein bisschen verstehen, wie das Ding funktioniert. Sonst geht das nicht so. Na gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir uns dann an die Arena dran. Mal gucken, ob ich vielleicht so 1-2 Level noch mache. So gerade für die Pokémon, die vielleicht für die Arena auch relevant sein könnten. Ansonsten, mal schauen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.